hallo, grüß euch. Da seid ihr ja wieder. Mann. Wie schnell die Zeit vergeht. Wie schnell so 14 Tage um sind, ne? Oder gefühlte 6 Internetwochen. Ah, aber da seid ihr nun. Und ich auch. Das ist ja wunderbar. Leute, ich kann euch sagen, nach meinem letzten Video, warum erhört Gott meine Gebete nicht, was ich titelmäßig zwar genommen habe, aber das war jetzt nicht meine Meinung. Also ich glaube daran, dass Gott meine Gebete erhört. Ich glaube, ich muss mal Schutz suchen. Ich gehe mal, glaube ich, hier lang. Weil mir wurde ein großer Segen zuteil. Oh ja, das wurde mir. Ich kann euch da keine Details erzählen, das ist ein bisschen privat. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass mir bewusst ist, was mir da geschenkt wurde. Und uns. Also so viel nur dazu. Mann, guckt euch mal das Süppchen hier an. Das ist ja, das geht ja auf keine Kuhhaut. Aber ich habe mir sagen lassen, das ist nicht Klima, das ist Winter. Also, meine lieben Geschwister, ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen über die Hölle. Ich schwöre aber auch aus, ne? Ich sag euch, ich brauche Sonne, so dringend Sonne. Aber ihr auch wahrscheinlich, ne? Aber sie kommt, der Frühling naht. Ich spüre es schon. Quasi zumindest bilde ich mir das an. Nein, ich möchte, dass ich es will. Ja, hatten wir es ja neulich noch mit, ne? Genau, also, was geht ab? Die Hölle. Glaubt ihr an die Hölle? Also, ich glaube an die Hölle so, wie ich an den Himmel glaube. Und mir ist ein eine wundervolle Metapher vor die Füße geraten, hätte ich fast gesagt. Und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. Aber die Hölle an sich ist ein Ort, an dem jegliche Liebe nicht stattfindet. Die Hölle ist, ich möchte mal sagen, gleichbedeutend mit der Kälte hier auf der Erde. Warum ist das so? Die Hölle ist doch heiß, da brennt's doch. Ja, tatsächlich. Ich hatte neulich mal, gestolpert über jemanden, der wohl einige Stunden oder Minuten, nein, es waren Minuten, tatsächlich auf dem OP-Tisch lag und tot war, also laut Apparaten und so. Und als er dann tatsächlich wiederbelebt wurde, berichtete er davon, dass er dort war. Und was er dort gefühlt hat, war an Schrecklichkeit nicht mehr zu überbieten. Ein Ort, so wie man sich den klassisch vorstellt, Feuer hier und da, Dunkelheit, Trübsal, schreiende Menschen, mit denen man sich aber nicht unterhalten kann, und eine unfassbare Hoffnungslosigkeit. Und dieses möchte ich mal gleichsetzen mit dem absoluten Nullpunkt an Kälte, den wir hier auf der Erde messen können. Also 0 Grad Kelvin, habe ich gelernt. Minus 273,15 Grad sind das wohl, in etwa. Und jetzt kommt's. Das ist keine Kälte, sondern die Abwesenheit von Wärme, laut Wissenschaft. Also Kälte gibt es im Prinzip nicht. Wir nennen das zwar so aus Bequemlichkeit oder warum auch immer. Aber das ist die Abwesenheit von Kälte. Es geht nicht kälter. Mehr Wärme kann nicht abwesend sein. Minus 273 Grad. Und die Hölle ist ein Ort, an dem die Liebe nicht mehr vorhanden ist. Und somit ist es eigentlich kein Ort für sich, genau wie die Kälte kein Zustand für sich ist, sondern Kälte ist die Abwesenheit von Wärme, wie die Hölle die Abwesenheit von Liebe ist. Und dort begeben sich all diejenigen hin, nach ihrem Ableben hier auf der Erde, die eben jenes im Herzen fühlen, nämlich gar nichts mehr. Und diejenigen wundern sich dann vermutlich, wie schlimm das ist. Und ich möchte es nicht meinem schlimmsten Feind gönnen, dort zu sein. Ganz ehrlich. Da stimmt irgendwas gewaltig nicht. Ja, warum nicht? Ja, glaubt ihr, die ihr an den, oder ich glaube auch an den Satan. Ich glaube daran, dass er existiert, ja? Der gefallene Engel Lucifer, klar.
Aber an all diejenigen von euch, die ihm hinterher hecheln, ich zweifle, dass ihr hier den Kanal finden werdet, aber wer weiß, welche unfassbaren Wege der Herr mit euch gehen mag. Glaubt ihr im Ernst, dass wenn ihr hier von dannen zieht, liebevoll empfangen werdet von eurem Fürsten der Dunkelheit, der sagt, da bist du ja endlich, mein Lieber. Das ist Gottes Angelegenheit, das zu tun. Und nicht die Sache des Satan oder was glaubt ihr? Was glaubt ihr, was mit euch passiert? Glaubt ihr nicht an die Hölle? Ja, warum bekämpft ihr dann den Himmel? Frage ich mich. Macht keinen Sinn, oder? Wie dem auch sei, macht, was ihr wollt, Leute. Ihr habt euren freien Willen geschenkt bekommen. Denkt gut drüber nach. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, und der wird für uns alle früher oder später kommen, meine Lieben, kommt die Abrechnung, ob hier auf der Erde, wenn der Herr wiederkommt und die Seinen einsammelt, oder wenn wir diesen Körper hier verlassen. Ich für meinen Teil, und ich weiß nicht, wie es euch geht, und ich könnte mir doch durchaus gut vorstellen, dass es euch ähnlich geht, möchte nicht an einen Ort gelangen, der voller Hoffnungslosigkeit wie ein Live-Horrorfilm für den Rest seiner Existenz deiner Heimat genannt wird. Möchtest du das? Ich möchte das nicht. Ich tue alles mir Menschenmögliche, um das zu vermeiden. Und an einen Ort zu gelangen, der meinem Inneren entspricht. Nämlich einem Ort voller Liebe. Verständnis und Dankbarkeit. Hoffnung. Und genau. All das, was halt unseren Herrn ausmacht. Was soll ich sagen? Ich möchte nicht in einem absoluten Nullpunkt ankommen. Und das werde ich auch nicht. Garantiert nicht. Ich habe den Herrn gefunden und ich lasse ihn nicht mehr los. Da könnt ihr euer Kreuz drauf verwetten, wenn ihr eins an der Wand hängen habt, dass ich das nicht tun werde zumindest. Und ihr vermutlich auch nicht, die ihr mir zuschaut, oder? No, I don't know. Macht, wie es für richtig hält. Aber, nochmal, zum Schluss. Die Abrechnung wird am Ende des Tages oder am Ende aller Tage gemacht. Und ich möchte euch wirklich von Herzen bitten, euch zu überlegen, ob es nicht für euch besser wäre, den Herrn als alleinigen Erlöser anzunehmen. Überlegt doch mal, was er für uns gemacht hat. Der Vater sieht, dass seine abtrünnigen Schäflein auf der Erde umherwandeln, ziellos, sinnlos, bodenlos und absolut nicht mehr klarkommen. Trotz derer, die er geschickt hat, um ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Bis er sich letzten Endes entschieden hat, seinen Sohn zu schicken. Sein verkörpertes Ich zu schicken. Was für uns an und für sich schon unfassbar ist. Diese Gnade, die uns zuteil wurde, trotz dessen, dass wir uns irgendwann mal im Laufe der Zeit, im Laufe der Existenz, unserer Existenz, abgewendet haben von Gott und dann irgendwann, warum auch immer, wann auch immer und wie auch immer, hier gelandet sind, auf dem Schulplaneten, dem Läuterungsplaneten, wo wir wieder auf den Boden der Tatsache zurückkommen können, unsere Dankbarkeit dem Vater gegenüber ausdrücken können. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt und damit eine Brücke gebaut, beziehungsweise Jesus Christus zur Brücke werden lassen, als Vermittler zwischen den Welten, zwischen dem Heiligsten da oben. Ich kann euch nichts sagen, weil da ist nämlich nur Suppe, also zumindest optisch gesehen hier bei uns. Und halt dem Menschen, dem sündigen Menschen. Und diese unüberbrückbare Brücke war natürlich nicht unüberbrückbar für den Überbrücker. Denn der hat's geschafft. Der ist seinen Weg gegangen hier durchs Fleisch. Und musste sich so opfern, um uns den Weg zu bereiten. Das hat er für uns getan, ist euch das klar? Das muss euch bewusst werden. Und erst dann
könnt ihr in der Gänze begreifen und fühlen, erfühlen, möchte ich mal sagen, was das für ein unfassbarer Akt der Liebe war. Uns trotz unserer Abtrünnigkeit nochmal entgegenzukommen, zu sagen, komm, jetzt meine ultimative Möglichkeit, euch noch aus der Dunkelheit rauszuholen. Hier ist mein Sohn, der das tut, was in mir ist. Der Vater und ich sind eins. Er ist sündenfrei. Er wurde ohne irdischen Akt gezeugt. Und alleine diese Tatsache, dass sowas einmalig initiiert wurde, um uns zu retten, dürfte uns ja wohl die Dankbarkeit ins Herz treiben, oder nicht? Na toll! Na klar! Ach, ihr lieben Geschwister, was können wir uns glücklich schätzen? All die, die das sehen wollen und demnach tun. Ja. Und all diejenigen von euch, die jemandem anderen hinterherrennen, überlegt euch, wie ihr empfangen werdet. Überlegt es euch gut. Jetzt mag er euch noch alles vor die Füße werfen und sagen, guck mal hier. Hier hast du dein Reichtum, hier hast du deinen Ruhm, hier hast du dein Kokain, hier hast du nichts zu tun. Was soll ich sagen, das ist alles so flüchtig, ne? Guckt euch doch mal die ganzen Brüder und Schwestern in Hollywood an oder sonst wo. Sehen die glücklich aus, wenn die nicht eben gerade im Film zu sehen sind? Die haben alles und doch nichts, wenn sie nicht Jesus Christus glauben oder an Jesus Christus glauben, an den Vater glauben und dem entgegenkommen wollen und etwas tun. Was nützt dir denn dein Pool und dein voller Kühlschrank und deine Juwelen oder was weiß ich, was es da so alles gibt? Das ist ja unglaublich, was man heutzutage alles so sieht. Ne? Island Boy, the Island Boy. Ja, Island Boy. Ja, was ist denn das? Guckst du in die Augen den Island Boys? Ja, nur mal so als Beispiel. Und da siehst du ein hohles Nichts. Arme Brüder. Arme Brüder, sage ich dann nur. Naja, also jedem das Seine. Das zum Abschluss. Jeder hat die Möglichkeit zu erkennen, was zu tun ist. Sein Herz wurde dafür geschaffen, das zu erkennen. Wenn man es nicht will, ist es eine andere Sache. Lebt so, wie es für euch am richtigsten ist, möchte ich mal sagen. Ihr fühlt das schon. Und genau, das wünsche ich euch, dass ihr irgendwann mal zum Vater und zum Herrn zurückkommt, der Überbrücker. Und deswegen beten wir auch zum Herrn Jesus Christus bestenfalls und nicht direkt zum Herrn, weil der Herr Jesus Christus hat die Vollmacht bekommen, uns hier zu betreuen. Und ihm gilt aller Dank, er hat sich geopfert, er hat gelitten, um uns den Weg zu bereiten. Ich habe es jetzt schon 15 Mal gesagt, aber das kann man gar nicht oft genug sagen. Es ist einfach toll. Einfach toll. Und ihr seid auch toll. Also, genau, das war's von mir. Ich wünsche euch was Feines. Schön mal wieder bei euch gewesen sein zu dürfen. Oder so ähnlich. ich freue mich auf jeden Fall. Und würde mich freuen, wenn ihr auch bald mal wieder zuschaut, wenn es wieder heißt, so sei es. Also, bis dann mal. Bye, bye.